Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben beim letzten Mal dieses Labyrinth durchquert oder ziemlich sogar abgekürzt. Sind jetzt beim Schrein angekommen, den wollen wir als erstes machen und dann geht hier unten dieses Gitter weg. Und da erwartet uns auch noch eine kleine Überraschung. Aber dafür sind wir noch nicht passend ausgerüstet. Na doch schon, aber wir müssen es eben umziehen dann. So. Prüfung auf einsamer Insel. Geschafft. Gut, das wird wahrscheinlich nur ein Abholen sein. Schätze ich mal, ich glaube nicht, dass jetzt noch eine große Aufgabe ist, weil es eher die Prüfung durch das Labyrinth zu kommen. Ja, genau. Trokaros Segen. So. Wir bekommen die Barbarenmaske. Perfekt. Traditioneller Kopfschutz eines Kriegerstammes, der einmal in Firon gelebt haben soll. Die eingeritzten Symbole steigern den Mut und die Angriffskraft des Trägers. Das Ding ist so cool. Das ganze Set ist so geil. Aber okay, erstmal weitermachen. Wir haben die Prüfung gemeistert. Sehr schön. Zeichen der Bewährung. Zack. Kampfstrategien. Wenn der Feind sich mit einem Schild schützt, kannst du ihm diesen mit Waffen wie Zweihändern oder Äxten aus den Händen schlagen. Ja, oder halt so lange draufprügeln, bis er erstmal seine Deckung fallen lässt. Geht auch, verbraucht halt nur Waffen. Was dann nicht ganz so geil ist. So. Wir können jetzt hier runter. Aber wir ziehen uns mal eben um. Weil ich weiß, was da unten lauert. Ups. So. Genau. Wir haben da einen Schatz. Und hier sind ganz viele Wächter. Und die sind nicht alle tot. Schade eigentlich. So. Was haben wir hier? Oh, ein Diamantstirnband. Hätten wir uns gar nicht kaufen brauchen. Okay, edler Kopfschmuck, der in Schmuckläden der Grotto verkauft wird. Seinen Diamanten wohnt die Kraft des Lichts inne und er verringert den Schaden durch antike Gegner. Haben wir zwei eigentlich? Wow, es bewegt sich. Haben wir zwei? Tatsache, wir haben zwei. Wir können einen verkaufen. Uahahaha. Autsch. So, wir lassen uns einfach jetzt beschießen. Das macht mir jetzt gar nichts aus. Hauptsache erstmal einer ist weg. Komm schon, stirb endlich. Du bist doch einer, der sich nicht bewegt. Autsch. Autsch. Lass mich in Ruhe. Autsch. Dann schießt er da hinten auch noch, oder? Ja, war klar. Jetzt wechseln die sich ab. Das habe ich versucht zu vermeiden. Autsch. Oh, der hintere hat den vorne abgeschossen. Das geht auch. Meine Güte, haben sie es jetzt langsam. Autsch. Das ist so böse, ey. Okay, wir verstecken uns erstmal hier hinter. Ist ja der Hammer. So, der hat geschossen. Ich will erstmal einen wenigstens loswerden. War vielleicht ein Fehler, erstmal den hier zu machen. Autsch. Wenn die dann erstmal durch die Gegend schubsen, mit ihren Laserstrahlen, ist das schon echt mies. So wie jetzt. Man kommt einfach nicht mehr weg. Oh wow. Komm schon. Zum Glück haben wir die gute Rüstung an. Oh wow. Oh wow.
Wow, komm schon. Lass mich wenigstens den einen kaputt machen. Ups, das war daneben. Och nö. Komm schon, bitte. Wenigstens den kaputt kriegen. Ich weiß, ich könnte jetzt... Ach, endlich. Oh, das war knapp. Ich weiß, ich hätte auch jetzt einfach den OP-Pfeil benutzen können, aber... Nein. Einfach nein. So, jetzt holen wir uns erstmal die an der Seite. Autsch. So, weil dann kann nur noch er schießen. Hätten wir direkt machen sollen und nicht in der Mitte. So. Und ja, ich weiß, wir hätten auch das hier machen können. Mit Obosa und so was. Aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Wobei, warum eigentlich nicht? Du bist doch schnell weg. Puh. So, das war der. Jetzt holen wir uns den da. Und der war nicht. Wie das noch einer hinter mir? Ein Bewegender. Wow. Okay. Na komm. Nimm das Beinchen weg. Oh, wow. Wow. Da hat sein Kumpel gerade alles zerschossen. Können wir stehen bleiben? Autsch. So. Oh, hier perfekt. Link! Andere Richtung. So, sehr schön. Muss nur seine Beinchen wegholen. Hoppa! Oh nein. Bleib stehen! Das glaube ich ja nicht. Oh wow, er ist so beschissen schnell. Trotz, dass er kaum Beine hat. Warum ist er so schnell? Autsch. 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 Zum Glück macht das nur einmal Schaden. Wieso kriege ich sein blödes Bein nicht? Oh wow. Oh wow. Ah, komm schon. Warum muss ich jetzt zweimal treffen? Die halten ja auch echt auf Trab, die Kleinen. Er schießt trotzdem noch. Was ist mit ihm? Wow. Wenn man sich einen kleinen Fight hier stellen, dann sowas. Wie geht das Bein nicht? Wow. Sonst waren das immer nur zwei Schläge. So, jetzt steht er. Jetzt hat er keine Schnitte mehr. So, weg mit ihm. Puh. Okay. Die Teile können wir auf jeden Fall gebrauchen. Autsch. Danke, Mifa. Wow. Daneben. Daneben. Auf die Entfernung können sie nicht mehr so gut treffen. Solange ich in Bewegung bin. So. Haben wir noch irgendwas? Irgendwas liegen gelassen. Sieht nicht so aus. Perfekt. So, dann gehen wir erstmal hier hinter in Sicherheit. Puh. Untersuchen. Danke. So, dann würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal den Penner da vorne. So, der wird gleich auf zu suchen. Wahrscheinlich bringt uns das gar nichts. Moment. Nicht, dass hier noch einer aufsteht. Wahrscheinlich steht hier wirklich noch gleich einer auf. So. Ja, aktiviere dich ruhig. Du bist tot, bevor du uns angreifen kannst, schätze ich. Ja. Euer Aim ist echt langsam. Zum Glück. So, jetzt bist du dran. Blöder kleiner Drecksack. Autsch. Okay. Warte, bis wir da sind. Au. So.
So. Okay, das war Schaden. So. Jetzt bist du aber dran. Ups. Das war Fail. Oh, wow. So, jetzt aber. Stirb. Ich wette, da hinten ist noch einer, der sich bewegt. Und ich wette, der da rechts eventuell auch noch. Ich kontrolliere den jetzt. Ist mir egal. Nee, der ist tot. Okay. Sehr schön. Der steht so schnell nicht mehr auf. Was ist mit ihm hier? Lebt er auch noch? Wir werden es herausfinden. Nee. Der hier bewegt sich aber, das sieht man an den Beinen. Die sind viel zu aufgerichtet. Oder? Ja, aber klar. So. So. Direkt gestunt, der Junge. So, jetzt kann er schon nichts mehr machen. Ups, auf uns zerquetschen. So, hau nochmal. Ups. Mann, kaputt. Danke, Link. So. So, perfekt. So, der ist tot. Und die sind auch alle tot, ne? Ja. Gut. Ich weiß, dass hier aber eigentlich noch was sein müsste. Oder spawnt das später, wenn wir irgendwas gefunden haben dafür. Hier ist nämlich eigentlich noch ein Amulett, das uns teleportieren kann. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass es hier war. Ich sehe aber nichts. Eigentlich ist hier noch eine Kiste. Ich bin der Meinung, hier auf der linken Seite. Können wir nochmal trotzdem woanders gucken? Da hinten vielleicht? Das sieht aus wie eine Kiste. Dann gehen wir doch dahin. So, da hinten sind wir raus. Da und einfach nur gerade. Ach so. Okay. Dann ist sie wohl hier. Unser schönes Amulett. Das nehme ich doch gerne mit. Teleportmedaillon. Ein mysteriöses Medaillon, das unter. Das mit uralter Technologie hergestellt wurde. Öffne deine Tasche und registriere deinen Standort als Teleportziel. Ex-Teleportation. Geschafft. Ja, sehr schön. So, dann haben wir den auch schon mal. Jetzt möchte ich gerne wieder zurück. Perfekt. Noch eine kleine Nebenaufgabe geschafft. Kann ja auch nicht schaden. Ups, wir brauchen ein bisschen Ausdauer. Ups. So, und einmal den Fahrstuhl wieder nach oben. So. Fackel brauchen wir nicht. Wir können jetzt, ups, auf jeden Fall raus. Ich möchte aber eigentlich... Irland. Dann gerne noch den letzten machen. Der ist hier. Das haben wir auch schon mal von... Ja, auf der Karte halt gesehen. War irgendwo hier nicht auch noch ein Schrein? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt uns noch ein Riesenfossil. Das ist, glaube ich, da oben irgendwo. So, dann würde ich sagen, machen wir den nächsten. Dann hätten wir, glaube ich, unser ganzes Set zusammen. Weil, oh, Überraschung, da wird wahrscheinlich das letzte Set-Teil sein. ja, zwei Teile haben wir. Eins fehlt. Das holen wir uns am besten jetzt. Da weiß ich aber den Weg nicht auswendig. Wir werden zwar auch abkürzen können. Oh, es ist ein bisschen kalt. Jep, ihm ist kalt. So, Link, wir brauchen warme Kleidung. Wo ist die denn? Hier, nur das. Reicht auf jeden Fall. So haben wir Link schon lange nicht mehr gesehen mit der Rüstung. Renne ich überhaupt richtig? Ja, so leicht da lang. Oh, wir nehmen am besten mal Schneestiefel. Das sind keine Schneestiefel. Wo sind die Schneestiefel? Da. Nein. So, jetzt aber.
So, dann sind wir gleich um einiges schneller. Den lassen wir erstmal da. So, wo ist es denn? Ich weiß, dass da gleich noch ein paar sinnlose Gegner umherirren. Wie eigentlich in der ganzen Welt. Problem ist nur, ich glaube, das ist wieder so ein Feuerheini. Entweder renne ich stumpf an dem vorbei, oder... Wir kämpfen den mal. Weil der eigentlich nicht so schwer ist, ne? Ein bisschen Pfeil und Bogen, dann passt das. Ups, den hätte ich einsammeln können. Na gut. Oder täusche ich mich jetzt, dass hier doch keiner war? Oh. Oh. Nein. Nein. Oh, scheiße. Was machen wir mit dem da? Ja. Ich muss ja eigentlich weiter. Ich möchte ihn eigentlich nicht bekämpfen, weil das frisst unsere ganzen... unser ganzes Essen eigentlich auf. Ist nicht so geil. Also solange er nicht hinguckt, können wir vielleicht vorbei. Aber sobald er uns sieht, sind wir am Arsch. Ja, noch passt das. Bleib ruhig da. Guck bloß weg. Diese Reichweite von denen, ne? Die ist auch echt riesig. Warum brüllt er da so? Hat er uns gesehen? Eigentlich nicht. Nee. Sehr schön. Dann machen wir uns schnell vom Acker. Weil nochmal mit so einem anlegen, boah. Habe ich echt keine Lust gerade drauf. Das frisst uns ja wieder, keine Ahnung, eine halbe Stunde gefühlt. So. Wir haben es aber, glaube ich. Ja, genau, da ist es schon. Schrein in der Nähe, perfekt. Ich finde cool, dass sie so riesige Labyrinthe eingebaut haben. Da hat man echt mal ein Verständnis dafür, wie das eigentlich so ist. So, schubsen wir mal lieber in die Richtung. Na komm her. Unglaublich. So, danke. Wie riesig das einfach ist. Einfach nur riesig. Also können wir gut klettern. Ich weiß noch nicht, ob wir hier klettern. Wer auf diesen Klippen weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wer das Labyrinth durchquert, dem wird Glück und Segen gewährt. Okay. Prüfung auf der Klippe. Ja, wahrscheinlich müssen wir uns gleich ein bisschen den Hintern abfrieren. Weil wir müssen klettern. Aber ich möchte dann doch schon ein bisschen abkürzen. Und nicht hier irgendwie herumirren. Ja, hier kenne ich leider den Weg nicht. Weil wir können rechts und links rein. Ja gut, das ist meistens immer eine Falle. Das sieht immer nur so aus und dann... Mann, das ist ganz woanders. Also hier. Eigentlich können wir hier durch, aber das ist ein Ausgang. Ups. Moment, können wir einfach hier hochklettern? Können wir versuchen, ja. Wir brauchen keine Schneestiefel mehr, wir sind nicht mehr im Schnee, das heißt, wir können Kälte anziehen. Oder wir machen einfach Klettern und gut. Ja, ich weiß. Link, tut mir leid. Aber wir müssen leider dich ein bisschen strapazieren. Eigentlich müsste ich mit dem Klettern voll warm werden. So. Ziehen wir uns kurz wieder zurück um. Och, was ist denn der ganze Kram? Hier. So. Okay. Eine kleine Kiste. Geht ja auch. Die wissen schon, was sie hier verstecken. Die gehen davon aus, dass die Leute hier einfach rüberklettern. Finde ich an sich gar nicht so verkehrt. So, das Problem wird sein. Ich denke, wir müssen unter den Treppen durch. Nein! Oh mein Gott. Moment. Wir brauchen Kletterausrüstung. Sonst sterben wir hier gleich. So. Komm ich auch mal an? Ja, gut. So.
Jetzt nochmal wieder zurück. Ich glaube nämlich, wir müssen irgendwo hier durch. Oh, oder auch nicht. ja, das wusste ich natürlich. Soll ja nicht zu einfach werden. gut. Das war definitiv falsch. Ist das eine Sackgasse hier? Ne, hier kommen wir lang. Ich hatte mich schon gewundert. Gut, was können wir machen? Erstmal die Kiste mitnehmen, aber ich will eigentlich direkt zum Ziel. Ah, ein Rubin. Gut, da das falsch war, schätze ich, die andere Seite könnte richtig sein. Ich weiß es halt nicht genau. Können wir hier klettern? Ja, bringt uns aber nichts. Außer wieder oben rauf, aber ich will eigentlich mal. Moment. Jetzt muss ich wieder Kletterausrüstung. Ah, ein bisschen nervig ist das schon, aber okay. Es ist eine Kletterausrüstung, nicht einfach ein bisschen wärmer. Moment. Apropos wärmer, wir können auch einfach. Wir haben kein. Okay, wir haben kein Schwert, was uns wärmt. Ich habe es gerade geopfert. So, das heißt, wir wechseln doch nochmal wieder unsere Kleidung. Ups, das war irgendwie falsch. So. So, dann probieren wir es einfach von der anderen Seite. Oder war das nicht dieser lange Weg hier? Ich glaube, ich erinnere mich. Glaube ich. Achso, das ist ein Gegner. Können wir nicht einfach. Was ist das denn? Sind wir hier richtig? Nö. Schade eigentlich. Weil da ist eine Treppe, die hier hochführt. Vielleicht ist das. Ist das eigentlich ein seltener Bogen? Ritterbogen, nö. Okay. Dann machen wir erstmal die Echse kaputt. Das bringt hier doch gar nichts. Hier ist keiner. Doch, hier sind welche. Wow. Wow. Alter, was ist mit denen? Okay, mach ich erst dich kaputt. Unglaublich. Direkt ausgelöst. Nein. Ernsthaft? So. Verprügeln wir den erstmal. Ich weiß, das ist eine zu gute Waffe eigentlich, als denn diese Typen zu verschwenden, aber ich habe einfach keine Böcke auf die. So. So, erstmal die Nebendinger weg. Die Haltbarkeit von den Teilen ist auch relativ gut. So. So, ihr mischt euch auf jeden Fall nicht in meinen Kampf ein. Ist mit diesem Stab nicht in Ordnung. So, und jetzt können wir einfach mit einer Normalo-Waffe den goldenen Platt machen. Ja. Aber ohne Waffen und alles hat er eigentlich keine Chance. Der Ärmste. Keine irgendwie leid tun, wenn er so in der Ecke lungert und einfach nur zerstochen wird. Es tut mir irgendwie leid jetzt. Aber ich muss das machen. Du tötest mich sonst. Ich meine, ja, er hat uns auch in Ruhe gelassen. Warum gibt der eigentlich weniger als die anderen? Naja, gut. Gut, einfach Verstärkung, unglaublich. So, ich hoffe. Nein, da kommen wir auch nicht lang. Das ist da oben einfach nur eine Falle. Hier haben wir einen Meteorstab. Okay, einfach mal mitnehmen. Okay, war doch alles falsch. Mist. Okay, ich muss nochmal wieder hochklettern. Irgendwie kommt es alles Spanisch vor.
So, dann Kletterausrüstung. Wo ist die denn? Da. Zack. Ein Glück haben wir die. So. Komm mal her. Wow. Das war knapp. So, das heißt, wir ziehen uns jetzt nochmal wieder um. Ist immer noch kalt. Wow. Nee, erstmal ausgepowert. Ich dachte schon. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Mitte. Oh, warte, wo ist die Mitte? Das war hier das Ding, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt halt mal links. Unter der Treppe lang. Ich glaube, wir sind unter so einer Treppe lang gegangen. Ich weiß es nicht. Schon ein bisschen her, seitdem ich diesen hier gemacht habe. Und auch das ist falsch. Okay. Jetzt bin ich ein wenig irritiert. Wo war der Weg? Ich meine, die anderen beiden, die waren ja okay. Den ersten haben wir sogar relativ easy gefunden. Und den zweiten wusste ich, wo ich lang muss. Bei dem hier weiß ich es nicht. Das ist ein bisschen, naja, gut. Bisschen suboptimal. Das Problem ist auch, dass wir die ganze Zeit unsere Scheißrüstung wechseln müssen. Aber okay. Wir wollen auch nicht sterben, einfach so. Wo war der Weg? Wo war der Weg? So, hier war definitiv falsch. Könnten wir irgendwo hier noch weiter oder so? Oder ist das irgendwie so ein Weg, der weiter oben ist eigentlich? Komme ich hier durch? Nö. Okay. Ich würde aber gerne durch. Ich sehe von hier auch das Auge nicht, ne? Ne. Auf der anderen Seite. Das heißt, ich könnte hochklettern und da wieder runterspringen. Dann machen wir das doch einfach mal. Hier hoch. Nein. Falsche Ausrüstung. So, dann machen wir das doch einfach. Dann machen wir den weg und gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. So. Und hier wieder runter, ne? Wow, das ist ganz schön viel. Aber hier haben wir schon mal. Ups. Definitiv. Hallo. So, wir nehmen auf jeden Fall wieder unsere andere Rüstung. So. Was geht hier weg? Okay, wir kommen auf jeden Fall in eine Kiste und wir kommen da jetzt hin. Bringt uns das was? Das hat auf jeden Fall was gebracht. So, 300 Rubine. Das hier. Ich glaube, das war unter diesen Dingern, aber. Irgendwie hier da lang kommen, irgendwo, glaube ich. Ne, da ist nichts. Wir sind halt direkt daneben, aber kommen irgendwie nicht rein. Ist schon ein bisschen fies. Aber soll ja auch so sein, ne? Sonst wäre es ja kein gutes Labyrinth. Ne, schade, da kommen wir nicht rum. Da waren wir auch schon. Wo war der Eingang? Ich sollte mir mal merken. Bis nächste Mal oder so. Hier kommen wir auch nicht rum. Okay. Das ist vielleicht noch irgendwie weiter weg. Dass wir ganz irgendwo unter durch müssen. Sieht auch nicht so gut aus. Okay. Das sieht alles schlecht aus. Was?
Dich habe ich gehört. So. Ey, wir gehen an. So, dann haben wir jetzt noch. Ja. Unseren Billigstab. So. Können wir noch irgendwas machen? So, erstmal in Brand setzen. So, und gleich ist er weg. Sehr schön. Ups, den nehmen wir auch noch mit. Und ich gucke nochmal hier um die Ecke. Oh. Ich glaube, hier hat jemand mal ein Lager aufgeschlagen. Dann würde ich sagen, beenden wir auch hier direkt den Part. Und suchen wir nächstes Mal dann den Eingang, ja, zum Labyrinth. Also drin sind wir schon. Wird nicht mehr so lange dauern, schätze ich. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.